Huhu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha, ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich, tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Ja, es ist alles sehr toll. So. Ach so, ist das. Okay, dann machen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Ein Arzneischrank. Ah. Ein ganzer Schrank voller verschreibungspflichtiger Psychopharmaka. Also wenn ich Boso damit nicht wieder aufgepäppelt kriege, dann weiß ich auch nicht mehr. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Schade. Besteht ja noch Hoffnung, wa? Besteht immer Hoffnung. Er sieht aus wie dieser Pantomime, von dem ich manchmal träume. Er versucht, nach seiner Mutter zu rufen, aber er hat ein Baguette im Mund, aus dem lauter Spinnen krabbeln. Warum starren Sie mich denn so an? Das wollen Sie nicht wissen. Bitte. Ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Überweisung. Muss das wirklich sein? Mein Hausarzt ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha. Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Na gut. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizblock. A3 oder A2 wäre günstig. Vielleicht können wir ihm ja haben wir doch am Start. Was? Von Boso. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja. Das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut. Beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar, es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Patsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebeker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal. Ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Ja. Okay. Ich war tot. Ja. Ja, gute Frage. Nicht planschuldig. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein? Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha.
Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ach, ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, ne, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Oh Mann, ey. Mich quälen Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Natürlich wäre das ein Weltuntergang, Mensch. Deponia weg, bumm, aus, Ende. Spiel vorbei. Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Oh Gott. Rufus und seine Kindheit. Eie. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Schön. Schön. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja. Das sollte es aber. Bitte was? Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Okay, ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel mit Karten. Ein Kartenspiel? Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis! Ich meine, los geht's! Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ja. Das bin ich zusammen mit Kohl auf Elysium. Nee. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Jo. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen.
Was erkennen Sie hierauf? Oh Gott. Ein wunderschöner Schmetterling, eher nicht. Sieht irgendwie ein bisschen böse aus. Aber ist alles schick. Schmetterling. Naja, komm. Ein wunderhübscher Schmetterling. Bitte was? Na, ein Schmetterling, wie er unbekümmert durch die Lüfte flattert. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden einen Schmetterling nicht mal erkennen, wenn er ihnen in den Hintern flattern würde. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Oh. Was erkennen Sie hierauf? Das bin ich, wie ich die Welt rette. Ich sehe einen großen Helden, mich. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite, Mann des Jahres. Wir nehmen mal das Erste. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Das heißt, das war jetzt falsch, oder was? Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut, bringen wir es hinter uns. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Aha. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Okay, also er will auf jeden Fall, also wir müssen irgendwie, ja. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich, das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium startet, das bin ich, zusammen mit Kohl auf Elysium. Das bin ich. Zusammen mit Goal auf Elysium. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Bezaubernde Funkelfee. Eine bezaubernde Funkelelfe. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon. Aber egal. Machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Ich sehe einen großen Helden, mich. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite, Mann des Jahres. Ja, das werde ich mal nehmen. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite, Mann des Jahres. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Aha. So. Das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben. Aber ich hab doch... In dem Fall für Leute. Sie sollten es... Und bitte halten Sie sich... Ja, vielleicht gibt's da im Moment keine Lösung für. Aber wir müssen irgendwie an den Arzneimittelschrank rankommen. Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die... Ach, lässt er jetzt schon Flyer verteilen? Lassen Sie mich damit in Ruhe. Oh, kommen Sie. Konkurrenz belebt das Geschäft. Nun, nicht in diesem Fall. Ach ja. So, wenn wir mal hier runtergehen. Was, ein Setzkasten? Druckerschwärze, aha. Barry.
Chefredakteur. Mhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Zur Redaktion? Zum Strick? Ja. Eigentlich müssten wir ja erstmal alles abgrasen hier, was hier unten so rumrennt. Gling. Barry, da ist jemand an der Tür. Schnauze. Ich hab's gehört. Scheuch ihn weg. Ich brauche Ruhe für die Cover-Story. Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte. Ja, ich weiß. Psst, Rufus, komm rein. Aber bitte ganz leise, ja?